Moin Moin, guten Morgen an alle Hamburger. Mein Name ist Joachim Mischke, ich bin beim Abendblatt Kulturchefreporter und das ist auch der Grund, warum ich mich hier so ein ganz kleines bisschen in den Auftakt von diesem Podcast hineingedrängt habe, denn wir sprechen gleich über die neue Saison für die Elbphilharmonie. Was steht auf dem Programm? Das klären wir gleich. Heute ist Mittwoch, der 24. April und jetzt aber gute Unterhaltung mit Episode 141. Bäcker am Morgen. Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt. Danke Joachim und bis gleich. Bitte noch einen Moment Geduld. Als erstes stehen wir alle ein bisschen stramm, denn hier kommt die Nationalhymne. Alle, die in der Schule aufgepasst haben, wissen, das ist nicht die deutsche Nationalhymne, sondern wir hören die Nationalhymne von, Monaco. Also im Ernst, das hat natürlich niemand erkannt und auch zu Recht nicht erkannt, aber diese Hymne hat in den nächsten Tagen durchaus eine Bedeutung für unsere Stadt. Denn der Boss, der CEO, sprich der herrschende Fürst von Monaco, kommt nach Hamburg, Fürst Albert. Warum ist der Mann hier? Besucht er den Bürgermeister? Die mehr als ungewöhnliche Auflösung gleich. Als besonderes Bonbon haben wir uns noch ein Thema herausgepickt, was sicherlich polarisiert, nämlich die sogenannten Elterntaxis. Wohin diese, ich nenne das mal Auswüchse der Wohlstandsgesellschaft führen, schauen wir uns anhand eines Beispiels hier aus Hamburg an. Und wir starten jetzt. Es gibt so Begriffe in unser aller Sprachgebrauch, von denen wissen wir gar nicht so genau, woher sie kommen. Aber diese Begriffe entsprechen dem Zeitgeist und jeder kennt sie. Helikoptereltern zum Beispiel ist Anfang der 2000er so richtig aufgekommen. Ähnlich sieht es bei dem Wort aus, das eigentlich zum Themenkomplex Helikoptereltern gehört. Nämlich die, Sie ahnen, was jetzt kommt, die Elterntaxis. Dieses Phänomen, würde ich tippen, ist erst in den letzten 10 bis 15 Jahren bekannt geworden. Mittlerweile ist es auch eher ein Schimpfwort. In Osdorf macht so eine Elterntaxi-Meile richtig Ärger. Was sage ich? Die Situation eskaliert. Unsere Lokalreporterin Kathi Krause hat sich vor Ort umgesehen und sie teilt jetzt ihre sehr interessanten Eindrücke mit uns. Kathi, wo und was ist da passiert? Wir befinden uns in Osdorf, in den Elbvororten, im Hamburger Westen. Das ist die Grundschule Westerlohstraße. Und passiert ist, dass es dort wie in vielen Schulen in Hamburg zu diesen Situationen kommt, dass diese Elterntaxis morgens, nachher auch abends, zu großen Verkehrsproblemen führen und auch gefährlichen Situationen für Kinder und andere Verkehrsteilnehmer. Und das ist jetzt so eskaliert, dass andere Eltern wiederum eine Aktion gestartet haben. Was haben die gemacht? Die haben die Straße gesperrt. Und zwar jetzt eine Woche lang werden die das machen. Die haben eine Demo angemeldet. Dann kannst du das nämlich machen. Das ist von der Polizei begleitet. Die sperren jetzt mal eine Stunde lang die Straße ab, sodass eben auch keiner reinfahren kann. Und versuchen aufzuklären, natürlich auch ein bisschen aufzurütteln. Und machen dadurch aber auch die Situation natürlich entspannter für die Kinder, die da morgens hinkommen. Ja, aber jetzt müssen wir doch mal einmal sagen, es sind Eltern gegen Eltern. Das ist ja immer Mist, oder? Aber genau so ist es doch. Es gibt dann einen Teil der Eltern, die sagt, ich lasse mich hier nicht vorschreiben oder aus welchem Grund auch immer, ich habe Angst um mein Kind. Über die Gründe können wir ganz viel spekulieren, können wir auch gleich noch machen. Aber ich fahre mit dem Auto dahin und der andere Teil der Eltern sagt, das geht nicht, ist hier viel zu voll und auch das ist gefährlich. Die stehen sich jetzt sozusagen gegenüber. Ja, also es gibt Fronten, natürlich gibt es ja immer. Es gibt welche, die das nicht einsehen. Da gibt es wohl auch Streit zwischen einigen, die sagen, sie würden sich das nicht gefallen lassen, ihre Kinder abmelden, die da auch sich bei der Schulleitung beschweren. Es gibt wohl aber auch ganz viele, die dafür Verständnis haben. Ja. Sie haben es ja auch vorher angekündigt. Es ist jetzt nicht so, dass sie die Eltern da reinfahren lassen, natürlich Bescheid gesagt haben, wir planen diese Aktion, bitte sehen Sie zu, dass Sie eine Woche lang dann einen anderen Weg finden. Ich tue mir schwer zu sagen, Eltern gegen Eltern. Das ist ja eigentlich der Versuch, Eltern und Schule für Kinder, für die Sicherheit der Kinder. Und das ist, glaube ich, eigentlich ja trotzdem eine gemeinsame Schnittmenge, dass sie eigentlich alle im Sinne haben, ihren Kindern was Gutes zu tun und eine andere Ansicht da vielleicht von haben. Ja, Kathi, aber generell können wir doch mal sagen, es gibt verschiedene Gruppen von Eltern ganz offensichtlich, die in diesen Elterntaxis sind. Erstens Eltern, die sagen, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, liegt auf dem Weg zur Arbeit, ich nehme mein Kind halt immer mit, mag sein. Das zweite ist, ich habe Angst um mein Kind aus irgendeinem Grund und das müssen wir auch, finde ich, erstmal fairerweise anerkennen. Ja. Und das dritte ist, sind natürlich die Sturköpfe, die sagen, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. So. Dieses mit dem Kind, ich habe Angst und wenn es über die Straße geht,
Da gibt es doch aber scheinbar, Kathi, wenn ich das richtig verstehe, die Möglichkeit, das Kind ungefähr 200 bis 300 Meter vorher ganz sicher abzusetzen und es müsste dann nur den Bürgersteig entlang gehen. Aber selbst das funktioniert aber nicht, oder? Ja, also die Schulleiterin, die ich mehrfach gefragt habe, hat auch immer gesagt, sie versteht es nicht. Aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, es gibt einen öffentlichen Parkplatz, der ist 300 Meter entfernt. Da kannst du dann dein Kind in Ruhe aussteigen lassen und da gibt es keine Gemengelage. Auch du musst in diese Straße reinfahren, die auch für dich selbst als Verkehrsteilnehmer dann anstrengend gefährlich wird. Und dann lässt du dein Kind eben diese 300 Meter, die müssen die Straße nicht queren und gehen dann einfach nur diesen kleinen Weg entlang, diese Wohnstraße und dann zum Tor. Ja, das ist denn schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen, sage ich mal. Ich habe da noch so ein Hauch Verständnis für Elterntaxis, weil ich meinen Sohn früher auch über viele Jahre zumindest mitgenommen habe. Irgendwann hat er tatsächlich zu mir gesagt, ich will mit dir gar nicht gesehen werden. Setz mich mal 300 Meter oder 500 Meter vorher ab. Da war das dann irgendwann das Thema. Hatte sich dann auch erledigt. Also von daher so ein bisschen Verständnis habe ich auch noch dafür. Aber die Situation war anders als vor dieser Schule, so zumindest wie du das schilderst. Es gab auch schon Verletzte. Also tatsächlich hat die Situation dazu geführt, dass Kinder sich verletzt haben. Ja, es soll zwei Fälle gegeben haben, in denen sich Kinder verletzt haben. Ein Kind hat einen Bruch. Ist aber auch, also wenn man das hört, was dort beschrieben ist, wird, dass da hunderte Fahrzeuge in einer Viertelstunde in eine Wohnstraße reinfahren, die dafür nicht ausgelegt ist, die sich begegnen, die Fahrzeuge, wo Leute raus und reinsteigen, im absoluten Halteverbot parken, Türen falsch rum aufgehört, Kinder auf die Straße rausgelassen werden, ne? Da kommen dann die neuen Fahrzeuge. Dann haben sie Poller versucht, auf die Fußwege zu stellen, damit die Leute nicht mehr auf den Fußwegen ausweichen, weil da verrückt. Ja auch Kinder unterwegs sind zu Fuß und Erwachsene. Das führt jetzt aber wiederum dazu, dass dann natürlich die Autos sich dort begegnen, nicht mehr ausweichen können über den Fußweg und in Kolonne rückwärts fahren. Dann wieder Kinder mit Fahrrädern kommen. Das ist natürlich, also das, ich tue mir immer schwer zu sagen, da passiert dann möglicherweise wieder was. Aber das ist so ein bisschen das, wofür die Schulleitung und die Elternmeister und eben Vorsitzende Angst haben, dass es auch weitere Unfälle gibt. Und Kathi, wir sagen es nochmal ausdrücklich, das ist jetzt ein Fall, der aufgeploppt ist. Solche Fälle gibt es in Hamburg zuhauf. Ja. Elterntaxis sind einfach mittlerweile ein Problem. Das hat sich verändert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Müssen wir einfach mal so konstatieren. Viele Eltern kommen dann auch noch mit einem, ich finde SUVs übrigens toll, aber du kommst mit einem SUV in so einer kleinen Straße und dann ist es richtig voll. Erstmal, die kommen ja nicht mit einem Smart oder Mini Cooper oft. Ich sag das einfach nochmal so, du musst da gar nichts zu sagen, aber ich stelle das mal fest. Ich denke, du, das, was du meinst, also die Elterntaxis gab es, denke ich, schon immer im Ich wurde auch mit einem Auto mal zur Schule gefahren. Ne? Das gab es immer, aber die Schulen sind gewachsen. Es sind deutlich mehr Kinder. An dieser Schule kann man es gut sehen. Ne? Vor 10 Jahren waren es 300 Kinder, jetzt sind es 500 Kinder. Sie kommen alle zur gleichen Uhrzeit. Sie werden viel mit Autos gebracht. Das ist immer noch eins der großen Verkehrsmittel. Und die Autos sind gewachsen. Die Straße tut es nicht. So. Und was ich aber auch erschreckend fand an der Geschichte, die Schulleiterin erzählt hat, ist, dass der Ton so aggressiv ist, dass die Leute so aggressiv sind. Und zwar so aggressiv, dass die Viertklässler, die da auch als Schülerlotsen unterwegs waren und den anderen Kindern geholfen haben, gesagt haben, sie wollen das nicht mehr länger machen, weil sie Angst haben. Ja, gut. Das ist so ein Punkt, wo du dich dann natürlich als Erwachsener auch so ein bisschen schämst, ne? Also ja, wo du sagst, oha, wo sind wir gelandet, ne? Ja, aber diese Aggressivität, das vielleicht nur zum Schluss, Kathi, die wir teilweise ja auch im Verkehr generell beobachten, scheint sich dann auch in so einer Situation tatsächlich zu entladen. Und deswegen spare ich mir eigentlich den Appell, den wir beide ganz oft auch bei vielen Themen, die wir so rund um das Thema Elbvororte hatten, wenn es da Streit gab, dass wir immer gesagt haben, setzt euch an einen Tisch, redet miteinander. Es funktioniert scheinbar nicht. Wollen wir das mal so festhalten? Und die Schule muss sich einfach irgendwas einfallen lassen. Vielleicht auch in Verbindung mit der Polizei und anderen Eltern, aber es muss eine Lösung geben. Ja, die geforderte Lösung ist ja diese Schulstraße. Das soll in anderen Städten gut funktionieren. Das Wien, Österreich, Köln, die machen das wohl schon. Schulstraße bedeutet, dass du die Straße zu einer bestimmten Zeit, eben wenn am meisten Verkehr herrscht, also morgens oder dann abends, eben für den Pkw-Verkehr sperrst. Das heißt, du stellst ein Schild auf, sagst Einfahrt verboten zwischen 7 und 8 Uhr. Und dann kommt eben auch, es gibt es gar keine Möglichkeit reinzufahren. Und das scheint offenbar in anderen Städten gut zu funktionieren und zu helfen. Elterntaxis, ein hochemotionales Thema. Wenn Sie da auch eine Geschichte, eine Beobachtung haben, dann gern uns mitteilen, einfach per Mail unter moinhamburg@abendblatt.de. Elterntaxis, eine ganz dumme Idee oder eigentlich total sinnvoll, beziehungsweise die ganz eigene Entscheidung der Eltern. Und natürlich vielen Dank für die eben gehörte Story an unsere Lokalreporterin Kathi Krause.
Das Miniaturwunderland gilt nicht nur in Deutschland als eine der größten Tourismusattraktionen überhaupt. Die Besucher kommen, logisch, aus Hamburg, aber natürlich auch aus dem Rest unseres Landes. Sie kommen aus Europa, aber viele Besucher kommen halt auch aus den USA oder aus Asien. Was für eine Erfolgsgeschichte. Nun haben die Macher, die Brüder Frederik und Gerrit Braun, ihren vielleicht größten Coup gelandet. Weltweite Presse ist ihnen sicher. Um ihren neuen Themenbereich Monaco zu eröffnen, holen sie tatsächlich Fürst Albert plus Ehefrau plus Kinder in unsere Stadt. Einfach sehr, sehr clever. Lokalreporter Alexander Berthold, bevor wir auf das Programm von Albert und seiner Frau in unserer Stadt zu sprechen kommen. Alex, was bedeutet eigentlich Monaco Miniaturwunderland? Ja, das ist schon spektakulär. Also das Herzstück ist natürlich der Yachthafen und natürlich das legendäre Formel-1-Rennen. Das wird dort original nachgestellt mit computergenerierten Rennen, die immer anders ausgehen, mit Videoübertragung. Also es ist schon sehr spektakulär. Ich habe bei den Bauarbeiten schon mal reingucken dürfen. Das ist schon geil, muss man sagen. Und damals sagte mir Frederik Braun, du, das werden Bilder sein, die um die Welt gehen werden, wenn wir das Ding eröffnen. Ich hatte damals schon eine kleine Vorahnung, aber dass das Fürstenpaar wirklich kommt, ist schon außergewöhnlich, das muss man sagen. Also die gehen da hin und gucken sich das an und an dem Tag ist auch sozusagen die Eröffnung von diesem Bereich. Oder wie sieht das Programm aus? Also die offizielle Eröffnung, dass wir beiden uns das angucken könnten, wäre quasi einen Tag später am Freitag. Ja, ist schon klar. Am Donnerstag wird es um 14 Uhr ungefähr eine exklusive Führung mit den Braun-Brüdern und dem Fürstenpaar samt der Zwillinge geben. Ihren Kindern, die sind mit dabei? Die sind mit dabei, genau. Und die kriegen dann eine Führung durch das gesamte Miniaturwunder natürlich dann mit dem Highlight, die neue Monaco-Welt quasi erstmals sehen zu dürfen. Ja. Und ja, am Abend wird es dann noch ein Presseevent geben. Und an der Stelle erlaube ich mir natürlich den Hinweis für alle, die sich fürs Fürstenehepaar und fürs Miniaturwunderland oder für beides interessieren, in den nächsten Tagen die erste Anlaufadresse für Informationen ist logisch abendblatt.de. Alex, eine Sache geht mir gerade durch den Kopf, wenn du sagst, dass die Zwillinge, hattest du gesagt, sind auch mit dabei. Ich ab und zu im kommst ja nicht drum rum, wenn du im Wartezimmer beim Arzt sitzt und in die Bunte oder in die Gala dann doch mal reinguckst aus Verzweiflung, weil du so lange warten musst. Dann denke ich immer, wenn ich die Bilder vom Fürstenehepaar mit den Kindern sehe, also die Kinder gucken oft schon etwas gequält, kein Wunder, bei diesen langweiligen Terminen, die da anstehen. Wahrscheinlich werden sie doch jetzt nach dem Besuch im Miniaturwunderland zum ersten Mal zu Papa sagen, ey, das war super, gern mehr davon. Ja, die werden da mit Sicherheit Bock drauf haben, weil also selbst wir großgebliebenen Kinder finden es ja stark, sowas sich anzugucken. Und ich glaube schon, dass die Familie da Spaß dran haben wird. Ja. Und die Braun-Brüder sind natürlich stolz wie Bolle, dass sie so prominente Gäste zur Eröffnung einfliegen lassen konnten. Und was machen die so zwischendurch? Also die müssen sich ja irgendwo auch wahrscheinlich mal umziehen oder dergleichen. Ich tippe mal, das wird nicht das Motel One sein. Also klar ist natürlich, dass sehr vieles Top Secret ist. Also es war wahnsinnig schwer, an Informationen ranzukommen. Was wir wissen ist, sie werden am Donnerstagmorgen mit dem Privatjet in Hamburg landen, am Geschäftsfliegerzentrum von Vertretern des monegassischen Konsulats in Empfang genommen werden. Dann geht es mit einer Polizeieskorte ins Noble Hotel für Jahreszeiten hier in der Innenstadt. Also ein Tick besser, als ich vermutet habe. Genau, und da geht dann das Hamburg-Programm quasi los. Und was erwartet Sie dann in dem Hotel? Denn Sie werden ja hier nicht übernachten. Nein, es ist quasi wie so ein Tageshotel, wo Sie einfach den Tag über verbringen. Nach unseren Informationen werden Sie die Präsidentensuite beziehen. Klar. Das damit aber nicht genug, weil Sie werden eine ganze Etage quasi bespielen. wir haben gehört, dass Meetingräume zum Kinderparadies umgebaut werden sollen, damit sich die Kinder in der Zeit, wo Mami und Papi irgendwelche wichtigen Termine haben, ein bisschen amüsieren können. Ja, ein bisschen überkandidelt, aber auch ein bisschen sympathisch. Absolut. Da ist alles dabei. Absolut. Und um 12 wird es dann im Sterne-Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten ein Lunch geben mit ausgewählten Geschäftsleuten, die sich quasi einkaufen konnten, mit dem Fürsten essen zu können. Kostenpunkt, halte ich fest, 10.000 Euro. Ist nicht wahr. Doch. Und die Erlöse gehen an die Stiftung des Fürsten. Oh, da könnte ich mal so ein schönes Spesenessen machen. Ja, wenn es dein letzter Arbeitstag hier sein soll. Ja, stimmt. Ist doch für einen guten Zweck. Wir haben auch erfahren, was gegessen wird. Also ich weiß nicht, ob du ein Fischesser bist, aber es ist sehr fischlastig. Ja. Klar, Hamburg. Ja, es wird ein Krabbencocktail als Vorspeise geben, dann wird es eine Konsommee geben. Hauptgang ist Steinbutt und Nachtisch Aprikosen und eine Käseplatte. Ja, aber das, finde ich, klingt jetzt nicht nach Präsidentensuite und ganzer Flur gemietet, sondern das klingt relativ bodenständig, finde ich jetzt, oder? Täusche ich mich? Ja, ein bisschen Hamburger Küche genießen, warum nicht? Also wäre ja komisch, wenn man Pizza und Burger servieren würde. Sag mal, und hat jemand eine Chance, der sagt, ich möchte dieses Fürstenpaar tatsächlich auch live sehen,
Weiß man ungefähr, wann die wo ankommen, wo die durch den Eingang gehen? Hat man da eine Chance, mal hinzugucken? Also ich muss die Royals-Fans so ein bisschen enttäuschen. Also das Fürstenpaar wird wahnsinnig abgeschirmt sein. Sie werden bis direkt vors Miniaturwunderland fahren, dass sie quasi nur noch einen Schritt in das Gebäude machen müssen. Beim roten Teppich werden sie auch sehr abgeschottet sein. Also man muss schon sehr viel Glück haben, ein Bild von denen zu erhaschen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber es ist halt auch nur ein Kurztrip. Der royale Besuch im Miniaturwunderland. Danke für diesen Einblick an Abendblatt-Reporter Alexander Berthold. Von der Yellow Press zur Hochkultur. Das geht in diesem Podcast immer am einfachsten, wenn wir unseren Klassikexperten Joachim Mischke verpflichten. Und ich weiß, Joachim liefert. In diesem Fall liefert er das Programm für die neue Saison der Elbphilharmonie. Saisonstart ist am 5. September. Und Joachim, du hast ja nun lang genug gewartet hier seit Anfang dieser Podcast-Episode. Leg doch mal los. Was sind die Highlights? Ich finde toll und spannend, dass Sie einen Schwerpunkt setzen, den viele da nicht erwarten und viele vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick haben möchten, nämlich Arnold Schönberg. Ja, ich muss weg. Ja, nee, das gilt nicht. Also Schönberg hat 150. Geburtstag und es gibt vieles von ihm, was da passiert. Längst nicht alles, aber viele von den wichtigen zentralen Werken. Und Schönberg ist auch nicht so schlimm, wie du jetzt stöhnst. Was wird denn von Schönberg geboten? Und dann hören wir da einfach mal rein. Also der größte Brocken sind die Gurre-Lieder. Die sind noch größer als Mahler 8. Ein riesiges Werk mit, weiß ich nicht, hunderten von Chorsängern, mördergroßem Orchester. Schwer spätromantisch, also überhaupt nicht so zwölftönig, wie immer alle denken, dass Schönberg unbedingt sein muss. Von daher ein richtig großer Brocken. Ja, wir hören mal rein. Kann sich ja jeder mal ein eigenes Tonbild sozusagen machen. Also das mache ich jetzt natürlich nicht gern. Aber Joachim muss schon zugeben, das ist für Schönberg, das ist ja fast poppig. Naja, es ist früher Schönberg, also 12-Ton kommt erst noch. Von daher passt das. Meine Güte. Ja, aber das ist tatsächlich mal was anderes. Ich meine, wer sich mit Schönberg nicht auskennt, also ich beschreibe es als unhörbar. Es ist für mich einfach unhörbar. Es gibt keine Melodien, es ist pling, klong, pling, schief, krumm, durcheinander. Du würdest es anders beschreiben, um fair zu sein? Mhm. Also die Chorelieder sowieso. Aber ja, gut, die nehmen wir jetzt mal außen vor. Ja. Habe ich mich ja eben überzeugen lassen. Aber Schönberg, 12-Ton-Methode, da ist jeder Ton gleich viel wert und gleichberechtigt. Das ist eine Sichtweise auf Musik, die sich durchaus berechtigt darstellen lässt. Und das ist, was du meinst, kommt erst Jahrzehnte später. Also das ist alles aus heutiger Sicht schon Museum und Klassiker und halb so wild. Aber es ist ein Schwerpunkt. Das ist einer von vielen Schwerpunkten. Ja, da gibt es etliche Konzerte dazu mit zentralen Stücken wie dem Klavierkonzert, dem Violinkonzert, Verklärte Nacht, Piero Lunea kommt. Also ein guter Einstieg in dieses Thema erst recht zum 150. Geburtstag. Als wir beide uns auf unseren kleinen Talk hier vorbereitet haben, Joachim, hast du mir zugerufen und dann kommt auch noch das Thema der neueste, heißeste Scheiß. Da dachte ich, oh, in der klassischen Musik, jetzt wird's aber wirklich verrückt. Es geht um einen Dirigenten, der neue Superstar werden könnte, der so ziemlich durch die Decke geht aktuell und der auch in der neuen Saison in der Elbphilharmonie mit dabei ist. Genau, Klaus Mäkelä, der Finne, der jetzt gerade mal um die 30 ist, kommt mit 7 Konzerten und mit seinen 2 aktuellen und mit seinen 2 zukünftigen Orchestern, also mit Oslo und Paris, aber auch schon mit Konzertgebau und dem 4., was ich jetzt vergessen habe. Ja, und an der Stelle wechsle ich nochmal von der klassischen Musik in die Popmusik. Der Mann ist noch nicht Taylor Swift, aber er könnte es irgendwann mal werden und man sollte ihn sich deiner Meinung nach schon jetzt anschauen. Ganz bestimmt. Also er hat hier schon einige Konzerte gegeben, die teilweise wirklich toll waren. Er hat hier einen ganzen Sibelius-Zyklus gespielt und kommt jetzt mit einem bunten Sortiment von Bilder einer Ausstellung bis Maler in diesen 7 Konzerten. Und das wird sicherlich spannend, weil er, wenn er die Latte weiter so hoch hängt, wie er sie bislang gehangen hat, dann sind das Abende, die man sich nicht entgehen lassen sollte, denke ich. Und der Mann ist, wie gesagt, Anfang 30, da kommt womöglich noch eine ganze Menge von ihm. Du als Nicht-Fußball-Fan weißt das wahrscheinlich nicht und es interessiert dich auch nicht die Bohne, aber ich bringe das Beispiel jetzt trotzdem. In der Fußball-Bundesliga bestreitet das erste Spiel immer der amtierende deutsche Meister, also ein ganz besonderes Eröffnungsspiel. Und wir übertragen das jetzt mal auf die Elbphilharmonie und ihren Auftakt. Wer bestreitet dann den Auftakt, also das ganz besondere Opening? Der Auftakt ist hier auch speziell, weil normalerweise im letzten Jahr war es das Scala-Orchester aus Mailand. Jetzt gibt es aber einzig und allein nur Beethoven-Trios oder eine Trio-Besetzung mit Beethoven. Also das genaue Gegenteil. Kein großes Orchester zum Hallo, wir sind wieder da, sondern feine, kleine, großartige Kammermusik mit Jojo Ma, mit Leonidas Kavakos, dem Geiger und Emanuel Ax. Also das ist so ein All-Star-Trio.
Und das finde ich ganz toll, dass sie sagen, wir gönnen uns jetzt mal diesen Luxus, nicht mit einer riesigen Menge zu starten und zu sagen, hallo, da sind wir wieder, sondern eben zu sagen, so, jetzt wird es hier mal ein bisschen feiner und ein bisschen detaillierter und man muss vielleicht ein bisschen genauer hinhören als bei einem großen Orchesterkonzert. Das finde ich schön. Und je nach Veranstaltung können die Tickets schon jetzt knapp werden. Also einfach mal die Homepage von der Elbphilharmonie checken. Und danke an Abendblatt-Klassik-Experten Joachim Mischke für die vielen Insights. Hier gibt's gleich zum Ende von Episode 141 den bewährten Nachrichtenüberblick. Ich nutze noch einmal die Gelegenheit, um unsere super simple E-Mail-Adresse zu erwähnen. moinhamburg@abendblatt.de. Da ist auch die Mail von Kirsten Borchert angekommen. Es geht um unsere Podcast-Episode vom 8. März. Die war betitelt Ein Jahr nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas. Eine Episode, die wahrscheinlich mit die höchste Resonanz in der noch jungen Geschichte unseres Podcasts zur Folge hatte. Unsere Berichterstattung zieht immer noch Kreise, obwohl die Veröffentlichung, wie gesagt, schon am 8. März war. Kirsten schreibt an unseren Reporter Kai Schiller und an mich Folgendes. Vielen herzlichen Dank für den Podcast. Ich habe die gut gewählten Fragen sehr geschätzt, die nicht eine bestimmte vorgefasste Meinung widerspiegeln, sondern wirklich guten Journalismus ausmachen. Auch die Geduld von Herrn Schiller beeindruckt mich. So lange am Ball zu bleiben, um die wirklichen Gefühle der Betroffenen erfassen zu können, spricht für seinen aufrichtigen Wunsch, gute Berichte zu liefern. Ich habe Ihnen beiden gerne zugehört. Danke dafür. Und wir sagen Danke an Kirsten Borchert für dieses Lob. Wie gesagt, die einfachste Art, um mit uns in Kontakt zu treten, moinhamburg@abendblatt.de. Danke fürs Abonnieren, danke dafür, dass Sie uns bewerten, danke fürs Weiterempfehlen und danke, das ist das Allerwichtigste, danke fürs Hören. Bis morgen und bye bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Finn Riebesell, guten Morgen. Von dem in Bremervörde im Landkreis Rothenburg vermissten 6-Jährigen fehlt weiter jede Spur. Inzwischen wurde das Suchgebiet noch einmal in Richtung Norden vergrößert. Bereits seit Montagabend suchen hunderte Einsatzkräfte und zahlreiche Freiwillige nach dem Kind. Der Junge ist Autist und reagiert nicht auf Ansprache. Die Polizei hat außerdem Anwohner gebeten, private Kameraaufnahmen und auch eigene Schuppen oder ähnliche Verstecke zu prüfen. Hamburg bekommt eine Karl-Lagerfeld-Promenade. Wie die Kulturbehörde mitteilte, wird ein etwa 150 Meter langer Fußweg am Alsterfleet in der Nähe des Rathauses nach dem in der Stadt geborenen Modedesigner benannt. Es soll auch noch weitere Umbenennungen geben. Unter anderem wird eine Grünfläche in der City in Hammerburgplatz umgetauft. Wie lief das letzte Jahr für den Hamburger Flughafen? Das will der Airport heute präsentieren. Bekannt ist bereits, dass es ein dickes Plus bei den Passagierzahlen gab. 2023 flogen 13,6 Millionen Menschen vom oder zum Hamburger Flughafen. Das waren rund 22% mehr als noch im Vorjahr. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.